Hundesport ist groß in Mode. Was sollte jeder Tierarzt heute darüber wissen? Wenn ein Tierarzt Hundesportmedizin betreiben möchte, dann muss er zum einen wissen, welche Hundesportarten gibt es, was machen die da beim Hundesport und welche Verletzungen kann ich erwarten. Während der normale Kunde zum Tierarzt geht, weil der Hund auf drei Beinen steht oder hochgradig lahm geht, kommt der Hundesportler bereits schon bei ganz dezenten Lahmheiten. Das heißt, typischer Vorbericht wäre, mein Hund hat im letzten Wettbewerb ein Hindernis verweigert. Oder er nimmt die Linkskurve nicht mehr so gelassen wie vorher. Das sind schon für Hundesportler ganz relevante Dinge. Und das sind ganz klare Frühindikatoren für bestimmte Pathologien, die aber erkannt werden müssen. Also für mich persönlich ist Hundesportmedizin eigentlich so die Königsdisziplin in der Tiermedizin. Aufgrund meiner Erfahrung in der Orthopädie, in der Neurochirurgie und so weiter. Weil das sind ganz besonders schwierige Fälle. Und der Nutzen des Seminars in Baden-Baden liegt vor allen Dingen in der Erweiterung der Beratungsfunktion der Tierärzte. Einen Überblick zu bekommen, worum geht es bei Hundesportmedizin und welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Möchten Sie mehr darüber erfahren? Dann besuchen Sie die Baden-Badener Fortbildungstage vom 7. bis 9. April 2016.